Social Idols, herzlich willkommen wieder bei der Adler Sauschel. Das ist der zweite Teil von unserem Bauernhof-Talk. Falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, drückt da irgendwo rundherum auf ein Foto drauf, dann kommt zum Video oder in der Beschreibung seht ihr den Link auch rein. Viel Spaß beim Ausschauen! Meine Eltern haben die Kirche gehabt, ewig eigentlich, seit es Betrieb gibt, seit es die Wirtschaft gibt. Gefunden hast du mir schon ein bisschen, gell? Kann ich einfach Besuch kommen zu dir? Nein, okay, ein bisschen habe ich schon zu, wie wir schon machen nachher, gell? Jetzt haben wir gleich bei der Kirche. Nein, wie viele Kirche hast du? 17. 17? Ja. Ja, so viel sind es jetzt aber nicht, oder? Schau, jetzt sind wir schon bei der Kirche da. Da, filmst du gescheit zu, wie? Schau! Liebe Stadtkinder, da ist eine Kuh! Da ist nicht lila wie auf dem Mülker drauf! Was soll ich rein? See, Budi, See! Grüß dich! Na, das treiben sie auf hier, da muss ich mitlaufen! Schaut euch das an, wie die vollen der Kühe! Jetzt stehen sie wieder! See, muss ich sagen, hat er gesagt! Wie der Stumpfwerk, See! Also, jetzt gehen wir da mal rein in den Stall, weil die Kühe sind schon drin. Schaut, das ist mal Eingangstor. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Stall gesehen habt. Mei, so eine gute Luft, da nimmt's gleich mal Maul frei. Mei, riecht's da gut, wie bei mir daheim. Der Stier braucht das Fressen, der kann sich da oben vorgehen. Wer hat denn der Stier? Der Stier soll das Fressen, hat er gesagt, der da oder was? Ja, ich hab's mir aufgehört. Wo ist der Gaber oder was? Ich ruf da gleich mal auf, weil der geht mir nicht zusammen. Ich bin ja schon so eine schwache alte Frau. Aber die Gabel, da hab ich gerade auf. Nein, ich mache das nicht so auf, die weiß nicht genau, wie das geht, wenn ich auch mache. Essen, weil gratis mache ich das sicher nicht. Na, du bist der erste Keimer. Lauf ruhig rein. Geht das so? Na, ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, weil der frisst ja nichts. Na, wie warst du einfach da? Einfach so mit der Zunge. Ja. Na, ich weiß nicht, kann man dich verstreicheln? Kann man dich streicheln, was du da ist? Wie da am Schädel oder was? Ja, ist das nicht? Na, anlegen mag ich nicht, gell? Na, für das bin ich aber zu fein getan, gell? Jetzt haben wir da die Weide gefunden von Franz und die werden uns jetzt sagen, da haben sie so kleine Viecher, so kleine Kälber, da erzählen sie ein bisschen was, gell? Schau, das sind unsere fünf Kleinen, schau wie lieb das sind, schau. Mein Gott, so schön. Kleine Babys, wieso sagst du, da ist immer See, da ist ja kein See, ist ja ein Pferd, wollte ich sagen, wie heißen die Kälber? Und schaut mal, was da wieder stehen haben, ein Wildgerät, wisst ihr? Die Stirn haben können sie sich nicht leisten, aber da steht der große Traktor, gell? Da ist er wieder klar, ne? Bayerin, hörst du, jetzt soll ich wieder mit deinem Klumpen. So, was ist denn das? Zum Einfordern. Wie einfordern? Da fährst du ein Stück Fähre, dann fährst du was drauf. Aha. Und dann fährst du beim Fuhrer raus. Wir gehen drauf, da bin ich immer schon. Ja, und links und rechts fällt das Fuhrer raus und die Viecher können schon fressen. Dafür haben wir jetzt auch keine Stirn, sondern den da, ne? Also, kannst du die Stirn auffahren mit denen eigentlich, gell? Zum Aufheben, ja, eine blöd, ja, ne? Vorausschauend gedacht, gell? Ach so, ein schöner Stall, schaut's. Alles mit Holz ausgekleidet, ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, wer hat denn das gemacht, hä? Hoppala, da bin ich mal zugelaufen jetzt, hä? Wer hat denn das gemacht, hä? Der Vater vom Papa, von der Mutter, der Bruder, gell? Ein Wahnsinn, ja, ich bin es einmal, ja. Der Großvater und der Onkel. Meine Leute, jetzt haben wir da so einen schönen Stall gesehen. Ich sag's euch, jetzt steht Leute, jetzt wisst ihr wenigstens, wo ein Fleisch herkommt. Und ich sag's euch gleich, nächstes Mal kauft ihr ein gescheites Biofleisch, weil ihr auch gesagt, was das für schöne Qualität ist. Weil das andere Klump, was du immer kriegst, das ist ja zum Saufhalten. Ja, meine Leute, ist ja verrückt, dass ihr auf mein Auto schaut, dass ihr nicht hinmacht, die erste Leute da oben. Nein, verrückt, die Steine. Jetzt hat's mich da zum Arbeiten eingeteilt und sie ist Sachen gegangen rein. Das ist wieder Wahnsinn, der häkelt sich nichts. Mich da jemand interessiert, wie es überhaupt in die Kirchen geht. Schau, da hat's überall ein paar Kreidel angesetzt, hat's gesagt. Schau, mein Gott,
Ananas haben sie auch gesagt. Schau, Ananas haben sie da. Ananas, Binsen, schau, Ananas, so die Apian, ich weiß nicht, ob das wisst, ja. Ananas. Und da ein Zucchini. Meine Leute, schau, was der für ein Vorbot. Na, der ist ein Gelb. Haben sie den auch gesagt, oder was? Na, ein Wahnsinn. Ja, ja, nein, schau. Und ein paar Grumpen haben sie auch, ein paar Grumpen. Wisst, was ich brauche? Ich brauche für den Salat morgen. Wie wir Pause tun, schnell. Ich zeige Ihnen gleich, wie das jetzt da geht. Geh da heim, so ein bisschen rein. Für alle, die es nicht wissen, so ein bisschen locker machen. Und nehmt euch aus, ein paar Grumpen. Schaut, ja. Ich denke, ein paar reichen schon für morgen für den Salat. Ich hoffe, sie sieht das jetzt nicht, gell? Ja, und das Unkraut, da brauche ich sowieso nicht, das interessiert mich nicht. Überall das Unkraut, schau, das ist alles leicherig da hinten. Da haben sie schon das Ungeziefer da. Ja. Und das Salat, Wildwuchs. Aber die bleiben wir auf den Schein. Dann nehme ich ein paar und ein Pferdl mit. Nein, die können ich gar nicht anreißen. Nein, scheiß drauf. Und da haben sie Dekosteine im Gartel. Sind die verrückt? Alles zugestellt mit der Dekoration. Na, die muss Zeit haben, dass das da rausstellt. Das ist ja Wahnsinn. Und Geld. Ich glaube, die anderen Kühe scheißen das Geld. Wichtig ist auch, gell, dass die Grumpen anwaschen, nachdem sie es aushaben, weil die Erde ist nicht so gesund. Nein, der spritzt alles her. Will anwaschen, scheiden und gehen schon. Nein, wenn es durstig ist, gibt es mal dumm drum. Ich will nicht zu viel, dass er nicht dreckig wird beim Maul, dass der Lippenstift nicht runterrennt, gell. Am besten wie die Kühe trinken, das ist gut, gell. Passt schon, gell. Gott, über das Maul aufheichten, dann geht's schon wieder. Ja, ich schau ja auch noch gefunden, aber wir müssen wirklich vorn probieren, ausstarten, wie ist das gegangen? Warte, wo ist denn da Drucker? Na, wie geht denn das jetzt? Wo geht denn das wirklich? Ich weiß nicht, wie es geht. So, es läuft, so schnell. Ja, ist das Gott, los, so schnell. Ja, ist das Gott, ich schau her. Jetzt noch voll die Mutter. Vielen Dank, Leidl, Dankeschön für die Einladung. Es war wirklich ein super Tag mit Eng. Nicht. Wisst was? Ja, was die Frechheit ist? Jetzt habe ich noch Zuckerl mitgebracht, nochmal ein Abschiedsgeschenk habe ich gekriegt. Aber jetzt nehmen wir da gleich was mit den Blumen, dann wäre schon am Anfang gut gefallen. So, und den Schnabel noch hier. Und führt dein Geld. Und geht's hin, wo der Knobel wächst. Nur schnell du das Gewicht, schießt es nach. Dann gehen wir schnell schauen, die Buchen da. Hier drin, gell? Kommentare und ich komme direkt zu euch.